Dankeschön, Dankeschön. Ich muss aber dazu sagen, es war der deutsche Förderkabarettpreis. Und das ist jetzt mittlerweile der dritte. Also ich habe den österreichischen Kabarettpreis, den deutschen Kabarettpreis und den deutschen Kleinkunstpreis immer in der Kategorie Förderung erhalten. Und ich habe es wirklich satt. Also ich empfinde das als grobe Beleidigung. Also die einzige sinnvolle Förderung, die ich erhalten habe, das waren die Wehen meiner Mutter. Ohne die hätte ich es nicht so weit gebracht, aber jetzt ist es eigentlich nur mal so ein Anschupfen einer schon losgetretenen Lawine. Bringt eigentlich nichts. Was wollte ich Ihnen sagen? Ja, ich muss sagen, ich schäme mich ein bisschen für mein Outfit hier. Mir war das nicht bewusst, bevor es der werte Herr Kollege Puntigam angemerkt hat. Das ist reiner Zufall. Ja? Ich versuche mich im Vergleich zu ihm jetzt nicht farblich anzubiedern. Ich laufe immer so herum. Ja, das ist jetzt leider so passiert. Tja. Sie dürfen sich jetzt keinen wissenschaftlichen Diskurs erwarten von mir. Also ich bin kein Wissenschaftler, die sollten ja immer ein bisschen zurechnungsfähig sein. Ich hingegen als Künstler, wenn ich im Schaffensprozess auch nur eine Sekunde lang weiß, was ich tue, dann ist das keine Kunst mehr. Dann ist das Literatur, Kabarett oder sonst irgendeine Abartigkeit. Was könnte ich Ihnen Wissenschaftliches erzählen? Also vielleicht entfernt beschäftige ich mich mit Ethnien. Ein bisschen aus der Mode geraten. Also ich reise zumindest sehr viel. Ich weiß, es ist ein bisschen verpönt hierzulande. Also der anständige Österreicher, der reist ja eigentlich nicht so. Ja? Der bleibt ja eher zu Hause im eigenen Land und genießt all das, was uns Gott gegeben und der Vertrag von Versailles gelassen hat. Das ist nicht viel, das ist nicht viel. Aber wir sind ja ein bescheidenes Völkchen. Ja, wir fahren jetzt deswegen nicht raus nach Thailand, um das ABC der Hepatitis wieder aufzufrischen. Nein, nein, nein. Der anständige Österreicher, der fährt auch nicht nach Afrika zum Neger schauen und betrachtet dort keine exotischen Wildtiere, einzig um sich zu fragen, wie schmeckt das wohl paniert? Nein. Also ich mache das nicht. Meine Familie und ich, wir sind sehr anständig, wir bleiben im Sommer zu Hause, machen Urlaub im eigenen Land und fahren raus nach Ungarn. Ja, das reicht doch irgendwie. Also weiter geht's bei mir auch nicht. Ich reise eigentlich sehr ungern, ich mag es ja nicht mal, wenn andere reisen und mir dann davon erzählen. Vielleicht haben Sie schon mal bemerkt, diese Menschen bekommen dann gerne so esoterische Anwandlungen. Dann sagen sie oft, wenn ich reise, dann kann ich die Seele baumeln lassen. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen altmodisch, aber wenn ich die Seele baumeln lassen will, dann gehe ich auf den Dachboden und suche mir den stärksten Querbalken aus. Ja, also die Innerhofer Variante. Das war sehr beliebt in dem Dorf, wo ich herkomme. Ich schwöre Ihnen, da gab es Dachböden, da haben die Menschen schon so richtige Windspiele formiert. Ja, das klang sehr schön, wenn so ein Lüfterl hindurchgefahren ist. Aber... naja, sie reisen ja trotzdem weiter, diese Backpacker und diese Globetrotteln. Immer auf der Suche nach einer Steckdose und auf der Suche nach sich selbst. Ja, die Steckdose und das Selbst sind auch die zwei begehrtesten Dinge eines Einjährigen. Aber gut, manche schließen den Lebenskreis eben sehr früh. Also, ich meine... ich finde das wirklich albern, diese Selbstsuche, zumal sich diese Menschen immer versuchen, an Orten zu finden, an denen sie zuvor nie gewesen sind. Wie sollen die sich dort verloren haben, frage ich mich. Also, jetzt ganz logisch gedacht, wenn ich die Fernbedienung nicht finde, dann suche ich doch zuerst in den Sofaritzen und erst dann im indischen Ashram. Aber ja, gut, das ist nur albern. Wirklich unheimlich wird's, wenn diese Menschen aus ihrem Ashram zurückkommen und behaupten, sie hätten sich gefunden. Ja, wenn sie dann vor einem stehen und sagen, ich bin jetzt ganz bei mir. Ja, bei dir, nicht mehr bei Trost. Aber das ist zumindest eine Veränderung. Na, also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nichts dagegen, wenn man fremde Länder bereist, auf die Kultur defekiert und die Einheimischen schändet. Aber... wieso nennen wir das nicht weiterhin Blitzkrieg, sondern plötzlich All-Inclusive? Das scheint mir nicht so ganz ehrlich. Aber gut, ich muss gestehen, dass auch ich gereist bin. Ich bin nach der Schule gleich mal weg aus Österreich. Also das konnte ich. Ich war ein Freilandkind, nicht so wie der Fachmann sagt, ein subterranes Kind. Und ja, dann bin ich erstmal nach Frankreich, nach Paris, um genau zu sein, um dort Germanistik zu studieren.
Ja, das ist eine Pseudowissenschaft. Und, nein, ich wollte dort als sprachliches Wunderkind gelten und habe mich als Polin ausgegeben. Sie sind mir dann aber dahinter gekommen. Und dann war die Schmach natürlich riesig, weil sie gesagt haben, was, du studierst Deutsch als Fremdsprache, als Österreicherin, das ist aber schon ein bisschen billig. Und letztlich wurde ich mehr gemobbt als der Jude in BWL. Ja, also, sozial schon mal komplett geächtet. Ja. Aber es war mir ja wurscht, weil ich hatte ja Paris. Und was ist das für eine wunderschöne Stadt? Paris, die Stadt der Lichter, der Liebe und der Mode. Eine Stadt, in der man gar nicht unglücklich sein kann. Sei denn, man ist allein, hässlich oder Epileptiker. Aber für die restlichen 10 Personen, ein Traum. Wirklich ein Traum. Und das ist, ja, natürlich, ich meine, waren Sie schon mal dort, diese Architektur allein, der Arc de Triomphe, der Triumphbogen. Ich meine, ja, offenbar präventiv gebaut, weil den Krieg, den der Franzose gewonnen hat, den muss er mir erst zeigen. Aber, ja, na, da müssen Sie auch aufpassen, ja, wenn Sie dort sind, also bei so Sehenswürdigkeiten, Sie dürfen sich dort nicht verhalten, wie Sie wollen. Also spannen Sie dort nicht achtlos einen Schirm auf, sonst herrscht unter den Japanern Aufbruchstimmung. Ja? Das wäre vor einigen Jahren kein Problem gewesen. Dann geht man mit dieser asiatischen Traube eben einige hundert Meter, wirft den Schirm in die Seine und sie ertrinken. Aber seit Fukushima haben die Hunde ja alle Kiemen, die krallen wieder raus. Gell? Und, ja, da müssen sie aufpassen. Aber dennoch habe ich mich in Frankreich sehr wohl gefühlt, weil der Österreicher und der Franzose, habe ich festgestellt, wir sind uns sehr ähnlich. Und der beste Indikator für die Volksseele, das sind die Backwaren. Und ich meine, unsere Kaffeehäuser, die österreichischen, das ist ja quasi dasselbe wie die französischen Patisserien. Nur dazwischen prangt Deutschland. Wie ein konditoristischer Krater der Ignoranz. Mit ihrem Vorzeigebrot, dem Pumpernickel. Eine Mischung aus Roggenschrot und alten Lenin-Denkmälern. Es ist ja in Ordnung, ja, aber angesichts dieser Backwaren ist mir nicht klar, wie der Deutsche den Krieg hat verlieren können. Ja. Ich meine, klar, der Ivan hatte Stalinorgeln, aber die hatten Pumpernickel. Ja, das schlägt dann doch in die Flucht. Aber dennoch musste ich auch aus Frankreich weg, denn es waren die Wohnverhältnisse so unerträglich. Ich hatte so eine typische Pariser Dachgeschosswohnung, 9 Quadratmeter, die Toilette ist am Gang, der U-Bahn. Und, ja, daran gewöhnt man sich nicht. Also jeden Morgen, wenn ich erwachte, in diesem feuchten Biotop, umringt von Kakerlaken und Schimmel, ich habe gedacht, ich habe am Vorabend im Suff wieder eine Partie Jumanji begonnen. Und, nein, ich wollte aber mein Scheitern nicht gleich eingestehen und nach Österreich zurück und deswegen habe ich in Deutschland Halt gemacht. Und da sind mir einige Dinge aufgefallen. Und die versuche ich den Deutschen auch klarzumachen, weil es braucht natürlich einen Ausländer, um sie auf diese Defizite hinzuweisen. Die sind natürlich selbst viel zu befangen in ihrer Volksseele. Und da sind einige interessante deutsche Sitten und Gebräuche. Also einer, den gibt es jetzt leider nicht mehr, hat es aber viele Jahre hinweg gegeben. Das fand ich persönlich sehr spannend. Der Domino Day. Und ich glaube, das war denen nie bewusst, wie befremdlich das auf Außenstehende wirkt. Also über Wochen hinweg werden von einer Riege spieltriebskastrierter Eunuchen abertausende Steine aufgestellt. Eine völlig sinnentleerte Schöpfung, die im Anschluss innerhalb einer Stunde von dem arthritischen Zeigefinger eines C-Promis, aber mit dem Pathos eines Michelangelo-Freskos vollkommen zum Einsturz gebracht werden. Und dann kamen die Trümmerweiber von RTL und putzen es weg. Und ich weiß nicht, das war doch eindeutig die destruktive Beschäftigungstherapie eines Volkes, das wahnsinnig gerne wieder Wein marschieren würde. Also, ja, deswegen war das auch so erfolgreich im Ausland. Das wurde ja weltweit live übertragen und alle Nationen waren erleichtert, dass der Deutsche einmal etwas kaputt macht, was ihm selbst gehört. Ja, also das,
Das finde ich persönlich sehr spannend. Was mir auch aufgefallen ist, ein deutsches Phänomen, das ist das Turnen. Das wurde wirklich in Deutschland erfunden, vielleicht wissen Sie es, Ende des 19. Jahrhunderts von einem gewissen Ludwig Jahn. So ein Herr mittleren Alters, der es einfach unheimlich gern mit jungen Knaben getrieben hätte, aber leider nicht gläubig war. Es war natürlich schwierig, aber der Herr war recht raffiniert. Er hat es einfach säkularisiert und ins Weltliche übertragen. Die Kirche wurde zur Turnhalle. Er selbst nannte sich Turnvater. Und statt dieser unerotischen Konfirmandenroben hat er sie in kleine Turnhöschen gesteckt, damit man beim Aufschwung die Dreifaltigkeit besser sehen konnte. Und ja, dieses Turnen, das ist was ganz Eigenes. Das ist weit entfernt von einem ernstzunehmenden Sport. Ist nicht so heillos esoterisch wie Yoga, aber auch keine Gymnastik, also nicht dieser Menopausen-Marshallplan. Man kann das nicht beschreiben, aber ins Turnen fließt all diese deutsche Energie, die er als unangenehm empfindet und die anderen Nationen in Sexualität und Lebensfreude investieren. Und das führt auch zum dritten Kuriosum, was ich das Spannendste finde, das ist die obligatorische Nacktheit in der Sauna. Das haben wir uns ein bisschen abgeschaut von Ihnen, aber eine Zeit lang war das wirklich einzigartig in Europa, in Deutschland. Also selbst der angeblich so enthemmte Franzose, der um 10 Uhr vormittags schon sturzbetrunken dreimal die Marseillaise gegrölt und sich an Maria Schneider vergriffen hat. Selbst der würde sich vor der heiligen Jungfrau von Orléans schämen, nackt in der Sauna zu sitzen. Aber wenn man eine deutsche Sauna mit Badekleidung betritt, wird man dort frostiger empfangen als ein homosexueller schwarzer Jude im Ku Klux Klan. Und das ist schon eigenartig. Gleichzeitig aber, das stimmt tatsächlich, wurde vor 2 Jahren im Landshut, ich glaube das ist in Bayern, wurde ein Mann in der Sauna polizeilich festgenommen wegen Exhibitionismus. Der hat sich offenbar eine Sekunde zu lang sein Glied adjustiert und jetzt war der plötzlich sexuell nackt. Ich meine, nur der Deutsche vermag zu unterscheiden zwischen sexuell und asexuell nackt. Ja, also ich für meinen Teil kann das nicht. Und mir geht es jetzt immer so, also wenn ich so eine Sauna betrete, sehe eine Handvoll nackter Männer und eine Handvoll nackter Frauen, dann erwarte ich ja nichts weiter, als dass sich diese Dutzend Körper in dionysischer Raserei so expressionistisch ineinander stecken wie die Lego-Konstruktion eines psychopathischen Autisten. Ich möchte Dammrisse, die den Mauerfall alt aussehen lassen. Ich möchte, dass jemand nach einer Deep Throat Fellatio einen Luftröhrenschnitt braucht, durch den er nach der Drainage sofort ebenfalls eifrigst penetriert wird. Ich möchte am Boden ein Carpaccio aus längst verloren geglaubten Jungfernhäutchen. Und ich möchte so viel Sperma an den Wänden, dass die Sauna aussieht wie nach dem Terroranschlag auf eine Molkerei. Jetzt raten Sie mal, wie oft das vorkommt. Nie. Stattdessen schwitzt sich jeder in einstudierter Riefenstahlpose die invalide Libido aus dem Leib und hat panische Angst, durch die Reibung mit dem Frottee-Handtuch unsittlich erregt zu werden. Und ich muss dann stundenlang auf dieser Sitzbank herumrutschen und mir einen Holzsplitter als Phallusersatz in den Oberschenkel treiben. Und, ja, das ist schon faszinierend, oder? Wenn der Deutsche erstmal nackt ist, dann kommt seine Prüderie erst so richtig in Fahrt. Aber gegen sowas versuche ich natürlich anzukämpfen. Auch auf künstlerische Art und Weise. Ich meine, ich möchte jetzt auch kurz zu einem wirklichen Kunstteil kommen. Dafür wurde ich ja bezahlt. Ich mache ja auch gerne kleine Texte, die so als Poesie gehandhabt werden. Und das soll Ihnen einen kleinen Eindruck dafür verleihen, was ich in Deutschland an Aufklärungsarbeit leiste. Vielleicht kennen Sie den Film Pretty Woman. Ja, der war ja sehr bekannt in den 90ern, hat vielen Mädchen das Trottoir als zweiten Bildungsweg eröffnet. Und ich finde das ja eigentlich großartiger Film, aber schon ein bisschen alt. Und ich habe mir gedacht, ach, mache ich doch ein Remake, bisschen österreichisch gefärbt, damit auch die Deutschen im Livestream nichts zu lachen haben. Und diesen Text würde ich Ihnen gerne vortragen. Er trägt den schönen Titel »Dem Kurti seine Kurtisane«. Und geht folgendermaßen. Am
Hauptbahnhof. Erst links, dann rechts, weist Kompassnadel des Gemächts zum Bordell den rechten Weg. Dort fragt man nicht nach einem Beleg im Stil Gnefrau, haben's Dank für Ritt und Bitching, gäb's mir noch eine Quittung. Dort schenkt man seiner Pretty Woman täglich neue frische Blumen, denn sie schlüpft nur aus dem Mieder für ein paar Blüten und ein Flieder. Dafür kürt sie die Hosenlosen mit einem Strauß aus Gürtelrosen. Doch manchmal juckt nebst Filzlausbissen manchen Herrn auch schlechtes Gewissen, wenn er denkt, das könnte meine Tochter sein. Nein, fällt ihm dann schnell noch ein. Mein Töchterchen, das werkt ja doch in dem Bordell am Westbahnhof. Und letzte Woche herrschte Kaufrausch, wenn am Ausverkauf im Laufhaus. Doch ab heute gibt's frische Ware. Jungfrauen schwört uns ein Bulgare und im Aszendenten Hur fügt er scherzhaft noch hinzu. Neu im Haus ist auch Tatjana, die zum Glück nicht ganz allein war. Ihre Schwester, die ist auch eine liederliche Lilie. Auf dem Rücken und am Bauch liegen liegt in der Familie. Doch traurig ist sie, die Tatjana, dat den ganzen Tag nur Warner, doch nur zwei aus sieben Herren seht's beim Beischlaf gerne blären. Lassen Sie's raus. Deswegen grinst sie wie ein Hutschpferd, wenn ein Kunde wieder glutscht gehört und sie versteckt das Ritzbesteck, kommt einer mit seinem Spritzgebäck, sie tut, als wär's das Schönste auf der Welt, wird sie von vieren zeitgleich gewählt, denn jeder sucht in Jana Herberg, doch kein Glück hat heute Herbert, denn viele Weg führen ins Nirvana, doch nur drei in die Tatjana. Drum steht der Herbert nur daneben, wie bei Reise nach Jerusalem. Ja, Jana muss selbst dann noch schmunzeln, liegt sie unterm Berg von Runzeln, sagt Augenblick, verweile doch, befreit mich nur nie aus dem Loch, doch weil ihr Deutsch noch etwas schlecht ist, drum zitiert sie fast auf Tschechisch. Zum ersten Mal an diesem Ort begrüßt man heute ja auch den Kurt, dem haben kürzlich erst Kollegen, so zum Geburtstag als Geschenk, eine Karte übergeben. Und es stand auf dem Präsent, mein lieber Kurt, mit diesem Gutschein kommst endlich wieder in ein Pfund rein. Den Kurti ist kein Frauenheld, wie man ihn sich im Traum erstellt. Nein, sein erotischer Geheimtipp ist leicht angebrunster Feinripp. Zechenkaas und Zwiebeldunst, das Understatement seine Kunst. Sein Konto, das ist auch fett, der Kurti ist kein reicher Prasser und so ist sein Eau-Toilette wirklich nur ein Heiselwasser. Tja, kurzum, er kann rein nichts verlieren, darum beschloss er es zu probieren und war der Kurt schon seit der vierten nicht mehr bei Prostituierten. Er zog sich schon zu Hause aus und lief dann nackt ins Hurenhaus. Doch graust ihm sehr vor dem Ambiente, obgleich die Damen muy caliente. Doch unser Kurti ist ein Feinspitz. Hätt gern ein Mädchen, das daheim sitzt und ihn, wenn er vorbeigeht, haxelt und nicht mit anderen Männern schnackselt. Er will schon gehen, doch da entdeckt er, ganz hinter im Raum, die Mizi Fekta. Doch hinter Mizi steht Tatjana. Und wie das Kurt die kleine Schweinsaugen, die Tatjana förmlich einsaugen, er ist verliebt, ganz ohne Zweifel und aller Ekel ist beim Teufel. Und unsere tapfere Kurtisan, die schaut den nackten Kurti an und sieht, er ist kein Richard Gere. Sehr runzlig ist die Haut Panier und sein Gemächt nur ein Partikel, kleiner noch als die Testikel, doch die Butten blat wie die vom Krampus, den saufst du auch nicht schön mit Shampoos. Also, er gefällt dir nicht, so möchte man meinen. Doch verliebt ist auch Tatjana. Die beiden fallen sich um die Hälse, an ihrem Hals klebt noch eine Gelse. Sie wankt und schwankt mit mutsam Dusel vom Hepatitis B-Blutfusel. Doch Kurt graust's nicht vor Syphilis, ja nicht einmal vor Schamhassbliss. Wo's ihn bei anderen Huren sehr erregt, scheint ihm Tatjana nur perfekt. Fortan besucht das jede Woche. Löcher, die aus Börser lachen, stören ihn nicht, er muss sie sehen, auf Dammriss heilend Bussi geben. Er ist nicht frei von Eifersucht, wenn sie nach anderen Freiern duft. Doch Kurti ist ein Gentleman, klebt noch was an dem Schenkel dran, dann wischt das weg, ist kein Malheur, es war keine Liebe, da zu stören. Und trotzdem schwört ihr stets ihr Kurt, Jana, irgendwann sei die Furt. Ja, darauf gib ich dir mal Wort, wie viel Jahre noch vergehen. Irgendwann sei die Furt. Ah, und so ist dann auch geschenkt.
Eines Nachts kam Kurti heimlich und zündete, nachdem er reinschlich, Hokus Pokus Fidibus, die Hütte an mit Spiritus. Zuvor befreite all die Dirnen und von der Bar die Williamsbirnen, packt Jana samt dem schieren Gewand und beide ziehen nach Griechenland. Der Kurt sauft dort an Rezina, die Jana liest an Brezina. Das Buch ist zwar für Kids ab 12, doch sie ist sehr reif für Öfe. Dankeschön. Dankeschön. Das ist natürlich. Brauchen Sie nicht hoffen, ist noch nicht aus. Nein, ist natürlich eine vollkommen erlogene Geschichte. Macht ja nichts. Ja, ich werde ja hier auf der Bühne noch Dinge erfinden dürfen. Schon Lenin hat gesagt, jede Lüge wird zur Wahrheit, wenn man sie nur oft genug erzählt. Und es ist ja auch völlig egal. Also für mich als Künstler spielt die Wahrheit natürlich überhaupt keine Rolle. Und sollte es auch für Sie nicht. Ich meine, okay, ich will Ihnen das veranschaulichen, machen wir ein kleines Gedankenspiel. Wenn ich Ihnen etwas erzähle, das vollkommen erlogen ist, was aber niemand von Ihnen nachprüfen kann, stimmt das oder nicht? Und was letztlich für Ihr Leben überhaupt keine Rolle spielt, ob wahr oder falsch, ist das dann noch eine Lüge? Oder schon Religion? Ah, wir wissen es nicht, gell? Aber Sie werden nach der Veranstaltung kleine Arbeitsgruppen bilden und mir Ihre Antwort zu diesem Thema kundtun. Nein, man merkt, dass dieses kleine Gedicht erlogen ist daran, dass die gute Tatjana am Ende was liest. Und das ist natürlich, das muss natürlich erfunden sein, weil heutzutage wird sowieso nicht mehr gelesen. Besonders die Jugend, da heißt es, die lesen gar nicht mehr. Die Jugend von heute können nicht mal mehr ein Buch öffnen, ohne sich schwere Schnittverletzungen zuzuziehen. Und das ist jetzt sehr verwirrend für die Schulpsychologen, die jetzt immer klären müssen, meine Güte, ritzt der? Oder hat er wieder versucht zu lesen? Ja, das ist nicht einfach. Ne? Aber die Jugend ist eben ein faules, phlegmatisches Moosgeflecht, das sich immerzu nur fragt, na wieso lesen, wenn es den Film gibt? Wieso sollte ich noch Amok laufen, wenn ich meine Ego-Shooter habe? Na, es ist wirklich traurig, ja. Es geht keiner mehr an die frische Luft. Aber ja, ich weiß, dass die wenigen, die noch lesen, die werden dafür gnadenlos gemobbt. Denen wird die Hornbrille einmassiert bis zum Anschlag, bis sie sie als Linsen tragen können. Und ich muss gestehen, ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte in der Kindheit auch sehr viel mit Mobbing zu tun. Und wann immer ich daran zurückdenke, schmerzt es mich. In den Fingerknöcheln, ja, von diesen Hornbrillen, wenn man da nicht aufpasst, dann geht das in die Hand statt ins Auge. Aber natürlich bei so einer quasi wissenschaftlichen Veranstaltung weiß ich, es sind sehr viele Hornbrillen im Publikum. Deswegen keine Angst, heute schlage ich nur mehr die Nichtleser. Am besten mit den Büchern, damit auch diese Menschen mit Literatur in Berührung kommen. Das ist sehr wichtig, ja. Weil gelesen werden die Dinger fast nicht mehr. Wissen Sie, dass nur 10% der gekauften Bücher tatsächlich gelesen werden? Das sind vermutlich immer die gleichen. Das bedeutet, 90% der Autoren haben überhaupt keine Existenzberechtigung. Die können 300 leere Seiten in Buchhandlungen verteilen. Das würde niemandem auffallen. Was schade ist, weil es vermutlich qualitativ besser wäre. Aber ich frage mich dann ja natürlich, wieso kaufen wir die Bücher überhaupt? Ich glaube, maßgeblich als Balzutensil. Sehr beliebt in der U-Bahn, ja, wo ja gerne mal ein Obdachloser eine Flasche Natursekt entkorkt. Kennen Sie nicht? Schauen Sie nach im Internet. Natursekt, ja, sind Sie beschäftigt eine Woche. Was ich sagen will, da ist immer eine sehr interessante Geruchskulisse. Ja? Und ich hoffe, das stimmt wissenschaftlich, aber dadurch ist die natürliche Wirkung von Pheromonen ja vollkommen außer Kraft gesetzt. Eigentlich im Gegenteil, das ist echt geschissen, wenn Leute da sind, die sie auskennen. Ist ja wurscht, ja? Dennoch, wenn da einem jemand gefällt, man muss ja in die Offensive gehen. Und die laszive Dirne spreizt ihre Beine. Und der Intellektuelle macht genau die gleiche Bewegung, er klappt ein Buch auf. Um seinem Gegenüber den Einband seines Intellekts entgegenzuwichsen. Und das ist sehr wichtig, damit sich so kleine soziologische Grüppchen bilden. Es gibt ja das ganz bekannte Zitat von John Waters, das besagt, if you go home with somebody and they don't have books, don't fuck them. Also keine Bücher, kaputt dann. Ist klar. Okay, ja.
Ja, also was ich daran interessant finde, ist der schneidige Vorschlag, wir bekämpfen Analphabetismus, indem wir die Betroffenen einfach aussterben lassen. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Wir bekämpfen nicht länger die natürliche Selektion des Schwachen durch Penicillin, Suppenküchen und Schülerlotsen. Wir überlassen das der Natur. Aber dennoch bin ich mit diesem Zitat nicht ganz einverstanden. Denn zugegeben, den besten Sex hatte ich nicht mit dem Mann mit der größten Buchsammlung. Nein, die Heimbibliothek, der Phallus der Philister. Bei manchen speziellen Exemplaren auch gerne mal nach Farben geordnet. Und das kauterisiert mir doch die Klitoris. Also, na, wie diese Menschen dann auch immer reden, wenn sie sagen, ja, das ist alles im Original. Man muss alles im Original lesen. Ja, selbst die Bibel, weil was da verloren geht, vom Aramäischen ins Latein, Jesus ganzer Wortwitz ist weg. Das ist so. Ja, weil sie haben auch immer die Klassiker andrehen wollen. Was soll das schon heißen, die Klassiker? Als Klassiker gilt hierzulande alles, was über 150 Jahre alt, von einem Mann, aber keinem Antisemiten ist. Na, da gibt es dann halt nur drei. Gell? Und Wilhelm Busch. Aber wirklich, lassen Sie das Lesen sein. Erleben Sie doch die Geschichten selbst. Seien Sie der Held Ihrer eigenen Erzählung. Wieso lesen Sie Dostojewskis Idiot, wenn Sie stattdessen gemütlich einer sein könnten? Ersparen Sie sich Immanuel Kant. Üben Sie Kritik an der reinen Vernunft, indem Sie gegen einen Betonpfeiler rennen. Und mit etwas Glück und Anlauf tragen Sie auch eine blitzförmige Narbe davon und leben fortan selbst in einer magischen Welt. Ich will ja nur, dass Sie Zeit einsparen. In den Stunden, in denen sich manch einer durch 50 Shades of Grey gequält hat, da lasse ich doch 12 nackte Männer auf Knien auf meinem Teppich paradieren. Das heißt Teppich, ich brauche keinen Teppich. Auf meinem Parkett klebt immer gut 1 Zentimeter weicher Kniehaut. Und weil ich auch orientalische Männer nicht verschmähe, ist es sicher zu gut einem Drittel ein Perserteppich. Also bitte, legen Sie die Bücher weg. Es bringt nichts. Es ist ein Irrglaube, wenn manche denken, man spreche eine gepflogenere Sprache, wenn man nur mehr lese. Dann wäre ja auch jeder Fettleibige ein Haubenkoch. Dem ist nicht so. Obgleich jeder gute Haubenkoch fettleibig ist. Ganz klar. Weil ein magersüchtiger Koch, das wäre ein Anwalt, der noch nie im Gefängnis saß. Wie soll ich dem vertrauen? Das geht überhaupt nicht, ja. Sie können also ihr Lebtag lang lesen und trotzdem so reden, als wären sie von legasthenischen Wölfen aufgezogen worden. Umgekehrt genauso, sehen Sie mich an. Ich lese seit Jahren nicht mehr. Aber wenn ich will, dann lege ich eine Rhetorik an den Tag, dagegen wirkt Rilke wie Tourette im Hurenhaus. Also bitte, wenn Sie gute Unterhaltung wünschen, dann lesen Sie Packungsbeilagen, Nährwertinformationen und Raucherwarnungen. Da kommt der Spaß von ganz alleine, ja? Also besonders die Raucherwarnungen. Ich meine, gut, die sind pädagogisch nicht immer sehr wertvoll, wie dieser Rauchen schränkt ihre Fruchtbarkeit ein. Dann glaubt ein gutes Drittel der Mädels, die Zigarette danach ist ein Verhütungsmittel. Aber ich muss sagen, mein liebster Spruch ist ja immer noch, Rauchen lässt ihre Haut altern. Ja, genau. Altern lässt meine Haut altern. Ich meine, Was ist denn das für eine debile Ausflucht? Das ist wie, wenn die Weibsbilder immer fragen, macht mich diese Hose fett? Sagen wir so, es ist nicht die Hose. Immer ist es die Hose. Ich meine, wir können das ja hier verstehen als Österreicher, dass man nie an etwas schuld ist. Aber irgendwo muss man die Grenze ziehen, ja? Ich weiß nicht, wieso vor Ungarn, aber irgendwo muss man die Grenze ziehen. Aber spätestens bei der Hose. Und ich meine, ja klar lässt Rauchen meine Haut altern. Aber das passt gut so, denn durch das Rauchen sterbe ich wahrscheinlich auch schon mit 50. Und ich möchte nicht, dass die Menschen dann am offenen Sarg dastehen und sagen, naja, sie ist hinüber, aber die Haut hätte es noch ein paar Jahre gemacht. Also, nein. Also da haben sie wirklich großen Spaß allein mit diesen Raucherwarnungen. Da brauchen Sie keine Literatur. Ich meine, wer braucht noch das absurde Theater Friedrich Dürrenmatts, wenn ich auf Studentenfutter zu lesen bekomme, kann Spuren von Nüssen enthalten.
Wer braucht noch einen Franz Kafka, wenn man stattdessen einfach die Steuererklärung machen kann, während einen der eigene Vater mit Äpfeln bewirft? Und wer, um Himmels Christi willen, braucht noch Thomas Mann, wenn man stattdessen Noppenfolie zerdrücken könnte? Weil bevor ich den Zauberberg lese, dann nehme ich lieber ein romantisches Bad zu zweit. Nur ich und der Föhn. Aber ja, dennoch würde ich Sie gern irgendwo zum Lesen animieren. Also wenn Sie das in Ordnung finden, was ich mache, kann ich Ihnen ans Herz legen, der gute Herr Nirvarani hat vor ein paar Monaten mein Buch verlegt, das scheint schlecht zu laufen für ihn, das verkauft sich aber fast gar nicht. Aber wenn es Ihnen gar nicht gefallen hat, dann habe ich auch eine Buchempfehlung für Sie, dann rate ich Ihnen zur Abhandlung vom guten Sigmund Freud über den Humor, da können Sie nachlesen, was mit Ihnen nicht stimmt. Einen schönen guten Abend, Dankeschön.